Moin, liebe Lüt! Ich grüße euch aus dem echten Norden. Heute sind wir in Ostholstein und kümmern uns um die Bahnstrecke von Lübeck nach Puttgarden. In diesem rund 90 Kilometer langen Abschnitt der Vogelfluglinie Hamburg-Kopenhagen stehen große Veränderungen bevor. Und der Sommer 2022 wird der letzte der Strecke in der bekannten Form sein. Mit diesem Video setze ich ihr ein Denkmal, indem ich zunächst die Entstehungsgeschichte umreiße, anschließend den aktuellen Infrastrukturzustand beleuchte und letztlich einen Blick in die Zukunft wage. Hinter der klassischen Vogelfluglinie, wie sie uns selbstverständlich erscheint, verbirgt sich ein Konstrukt, dessen Entwicklung sich über beinahe 100 Jahre hinzog. Den Auftakt bildete 1866 die von der Altona-Kieler Eisenbahn eröffnete Strecke von Neumünster und Kiel über Ascheberg und Eutin nach Neustadt. Und 1873 schloss die Eutin-Lübecker Eisenbahn die Lücke zwischen, tada, Eutin und Lübeck. 1881 schuf die Kreis Oldenburger Eisenbahn KOE eine Verbindung von Neustadt nach Oldenburg. 1898 verlängerte sie bis Heiligenhafen. 1903 entstand die Strecke von Lütjenbrode nach Großenbroder Fähre und 1905 eröffnete die Fehmarner Inselbahn, wobei die Fahrzeuge über den Fehmarnsund trajektiert wurden. All das unter Ägide der KOE. Eine Reise von Lübeck auf die Sonneninsel gestaltete sich also aufwendig, denn ein durchgehender Zug hätte in Eutin, Neustadt und Lütjenbrode Kopf machen müssen. Die sogenannte Bäderbahn von Bad Schwartau über Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Haffkrug nach Neustadt wurde erst zwischen 1925 und 1928 unter Reichsbahnregie errichtet. Danach passierte erstmal gar nichts. Zwar gab es schon im 19. Jahrhundert Ideen einer Fährverbindung von Fehmarn nach Lolland samt Zulaufstrecken und 1941 starteten entsprechende Arbeiten, die 2 Jahre später kriegsbedingt zum Erliegen kamen. In der jungen Bundesrepublik wurden die Pläne wieder aus der Schublade gekramt und 1951 ging eine von Anfang an als Provisorium gedachte Fährlinie zwischen Großenbrode-Kai und Geesa auf der dänischen Insel Falster an den Start, woraufhin in dieser abgeschiedenen Ecke Deutschlands bald die ersten Fernzüge auftauchten. Sie endeten zunächst in Großenbrode-Kai und die Reisenden mussten sich zu Fuß zur Fähre bequemen. Bevor ab 1953 auch Reisezugwagen über die Ostsee schepperten, erfuhr die Zuführungsstrecke erste Verbesserungen. 2 neue Verbindungskurven ermöglichten die Umgehung der Spitzkehren in Neustadt und Lütjenbrode. Der große Wurf kam 1963 mit Aufnahme des Fährverkehrs von Puttgarden nach Rødby. Dies erforderte auf deutscher Seite den Bau eines Hafens und einer Brücke vom Festland nach Fehmarn. Das Ergebnis war die Fehmarnsundbrücke, heute das Wahrzeichen der Insel. Die Trajekte von Großenbrode-Kai nach Geesa sowie von Großenbroder Fähre nach Fehmarnsund waren damit Geschichte. Eingestellt wurde auch der Personenverkehr von Fehmarnsund nach Burg. Zwischen Burg und Ort hatte ihm bereits 1956 das Totenglöckchen geläutet. Auch in anderer Hinsicht setzte die nun komplettierte Vogelfluglinie Maßstäbe. Nachdem die Bahnhöfe bereits in den 50er Jahren mit Drucktastenstellwerken ausgestattet worden waren, erfolgte ab 1966 die Fernsteuerung der gesamten Strecke nördlich Bad Schwartaus, mit Ausnahme von Timmendorfer Strand und Neustadt, vom Zentralstellwerk in Puttgarden. 1971 war sie obendrein die erste Strecke der Bundesbahn, auf der die Kommunikation zwischen Fahrdienstleitern und Lokführern durch die Einrichtung des Zugbahnfunks erheblich verbessert werden konnte. Mit etwa 80 Zügen pro Tag zwischen Bad Schwartau und Neustadt bzw. 60 zwischen Neustadt und Puttgarden, davon rund 2 Dutzend Güterzüge, brummte es zwar auf der Vogelfluglinie, rechts und links davon war jedoch Schrumpfkurs angesagt. 1976 endete der Personenverkehr nach Heiligenhafen, 1982 zwischen Eutin und Neustadt, 1983 in die fehmarnsche Hauptstadt Burg. Nach Einstellung des Güterverkehrs verschwanden die Strecke Eutin-Neustadt, 2 Drittel des Lütjenbroder Gleisdreiecks und die Überbleibsel der Inselbahn zwischen Burg West und Landkirchen. Die Hauptstrecke musste nur insofern federn lassen, als zahlreiche Unterwegsbahnhöfe ihre Reisezughalte einbüßten. Ende der 80er Jahre hatte lediglich Oldenburg im Kursbuch überlebt. 1997 jedoch kam der radikale Schnitt. Mit Inbetriebnahme der innerdänischen Brücke über den Großen Belt wanderten alle Güterzüge auf die Jütland-Route via Flensburg ab. Schlagartig schrumpfte das Aufkommen nördlich von Neustadt auf ein gutes Dutzend Fernzüge in Form des dänischen Dieseltriebzuges IC3 sowie ein paar Regionalbahnen in Tagesrandlage. Von 2007 bis 2017 teilten sich die Gumminasen und der deutsche Diesel-ICE den Verkehr, ergänzt durch eine 2005 eingerichtete RB-Linie im 2-Stunden-Takt. Im Dezember 2019 endete die Trajektierung von Eisenbahnfahrzeugen zwischen Puttgarden und Rødby. Auf deutscher Seite beschränkt sich das Geschehen seither auf die Regionalbahnen und zwei sommerliche IC-Paare nach Burg. Mit Beginn der Bauarbeiten an der Hinterlandanbindung des Belttunnels wird der Eisenbahnbetrieb oberhalb Neustadts mit Ablauf des 31. August 2022 für voraussichtlich 7 Jahre eingestellt. Das war jetzt so einiges an Input und damit ihr auch gar nicht erst zum Durchatmen kommt, nehmen wir sofort die Streckenbereisung in Angriff. Diese startet im 1908 eröffneten Lübecker Hauptbahnhof, der zu Anfang der 2000er rund erneuert wurde und in altem Glanz erstrahlt. Zuvor hatte sich hier rund 100 Jahre wenig verändert. Selbst die zur Originalausstattung zählenden mechanischen Stellwerke versahen bis 2003 ihren Dienst. Seit 2008 ist Lübeck mit elektrischen Triebfahrzeugen aus Richtung Hamburg erreichbar. Zweigleisig geht es nordwärts. An der Abzweigstelle WR, Waldhalle rechts, verlässt uns die Strecke nach Travemünde, über die auch die Lübecker Hafenterminals Seelandkai und Skandinavienkai angebunden sind. Ebenso verabschiedet sich die Oberleitung, sodass wir nun gezwungenermaßen dieselig unterwegs sind. Bad Schwartau ist durch seine Fabrik für süße Köstlichkeiten bekannt und kommt als Haltepunkt mit benachbarter Abzweigstelle daher, an der das Gleis nach Eutin ausfädelt. Die 2003 aufgelassenen Stellwerke SF und SN prägen nach wie vor das Erscheinungsbild der Station. Im Übrigen ist Lübeck-Bad Schwartau eine der wenigen Strecken, auf denen planmäßig der Gleiswechselbetrieb genutzt wird. Stündlich fahren der RE83 nach Kiel und die RB85 in Richtung Lübeck im jeweils linken Gleis zwischen der Marzipan- und der Marmeladenstadt. Hinter Schwartau wird es eingleisig und bald ist mit Ratekau der südlichste Kreuzungsbahnhof der Vogelfluglinie erreicht. Die Einfahrt ins Überholungsgleis ist mit 100 km/h erlaubt, sehr edel und im weiteren Streckenverlauf nur in Scharbeutz möglich. Im Übrigen beträgt die Höchstgeschwindigkeit zwischen Lübeck und Neustadt sowie Großenbrode und Strukkamp 140, zwischen Strukkamp und Puttgarden sogar 160 km/h. Während sie zwischen Neustadt und Großenbrode auf 100 begrenzt ist und teilweise sogar darunter liegt. Nächster Reisezug halt ist Timmendorfer Strand. Der Bahnhof ist seit Anbeginn der Zeit mit einem Fahrdienstleiter besetzt, weil sich in über 50 Jahren niemand an einen fernsteuergerechten Umbau des Reisendenüberwegs zum Zwischenbahnsteig und des Bahnübergangs im Nordkopf gewagt hat. Scharbeutz ist der planmäßige Kreuzungsbahnhof der RB85. 2007 wurden ein Außenbahnsteig am Gleis 2 und ein neues Empfangsgebäude errichtet. Sein Vorgänger mit Stellwerk und angegliedertem Güterschuppen steht ebenfalls noch. Auch Haffkrug verfügt über ein durchgehendes Haupt- und ein Kreuzungsgleis. In der Regel nutzen aus reisendensicherungstechnischen Gründen alle haltenden Züge den Hausbahnsteig. Im Frühjahr 2022 liefen die Arbeiten für ein elektronisches Stellwerk an, das ab September die Strecke von Ratekau bis Neustadt steuern soll. Bevor wir erstmalig auf Tuchfühlung zur Ostsee gehen, steht noch ein Halt in Sierksdorf im Fahrplan, bekannt durch den unmittelbar an der Strecke liegenden Hansapark. Neben einer Bahnsteigkante gibt es ein vor langer Zeit stillgelegtes und im Unterholz verschwundenes Kreuzungsgleis. Der Neustadtkomplex schreit nach genauerer Betrachtung. Die Konstellation aus separatem Güter- und Personenbahnhof besteht seit der Eröffnung der Bäderbahn 1928. Aus jener Zeit stammen auch die mechanischen Stellwerke NS und NN. Der Personenbahnhof, Eisenbahner umgangssprachlich der Keller genannt, ist seit 1995 bloß noch Ausweichanschlussstelle plus Haltepunkt. Die Gleise im Hafen sind nicht mehr nutzbar. 1953 wurde eine direkte Fahrmöglichkeit vom Güterbahnhof in Richtung Puttgarden geschaffen, sodass der Durchgangsverkehr den Personenbahnhof umgehen konnte. Für die Bedienung der neuen Abzweigstelle Südschleuse erhielt der Fahrdienstleiter einen kleinen Stelltisch, der nur 15 Jahre in Betrieb war, bis 1968 das Gleis aus dem Keller zur Südschleuse stillgelegt wurde. Im Güterbahnhof wird alle 2 Stunden die RB 85 geflügelt bzw. vereinigt. Der vordere Teil des von Lübeck kommenden Zuges fährt zum Personenbahnhof, der hintere nach Puttgarden. Genug aus Neustadt, weiter gen Norden. Nächste Betriebsstelle ist der Bahnhof Hasselburg, zu dem lediglich festzustellen ist, dass er existiert. Es bleibt Zeit für einen kurzen Blick auf den Fahrzeugeinsatz. Der beschränkt sich nach Abgang der Gumminasen auf leichte, innovative Nahverkehrstriebwagen der Baureihe 648. Sieht man von jeweils 2 saisonalen Intercities und Strandexpressen ab, die mit der unverwüstlichen 218 bespannt sind. Groß Schlamin fungiert offiziell als Bahnhof, dient effektiv jedoch nur als Doppelblockstelle. Das Kreuzungsgleis ist unterbrochen und ich wage zu bezweifeln, dass die verbliebenen Stumme rege genutzt werden. Als ich Groß Schlamin im Mai 2000 kennenlernte, residierte hier noch ein Fahrdienstleiter, der eine mechanische Schranke kurbelte. Damals sprangen die zahlreichen ungenutzten und entsprechend rostigen Überholungsgleise auf fast jedem Bahnhof ins Auge. Gekreuzt werden konnte seinerzeit lediglich in Groß Schlamin, Oldenburg und Großenbrode. Mit Aufnahme des 2-stündlichen Nahverkehrs nördlich von Neustadt wurden diverse Kreuzungsmöglichkeiten reaktiviert, unter anderem Heringsdorf, wo sich planmäßig die Züge der RB 85 begegnen. Lensan kehrte 2005 zurück zur Schiene. Mit dem Bau des neuen Bahnsteigs mitten im Überholungsgleis wurden vollendete Tatsachen geschaffen. Das Stellwerk an der Bäderstraße war noch bis ins 21. Jahrhundert mit einem Schrankenwärter besetzt. Auch in Grüner Hirsch ist das Kreuzungsgleis seit Jahrzehnten ungenutzt und das dürfte sich in den wenigen verbleibenden Tagen dieser Strecke kaum mehr ändern. Die Attraktion in Grüner Hirsch ist die Pfeiftafel, die den Benutzer eines Fußgängerüberwegs schützen soll. Oldenburg in Holstein wird gern mit seinem niedersächsischen Namensvetter verwechselt. Das passiert sogar in den besten Kreisen. So wird von einem Eisenbahnverkehrsunternehmen berichtet, das bei der DB Netz einen Fahrplan von Berlin nach Oldenburg in Holstein bestellte, obwohl es eine Schleppe leerer Wagen nach Oldenburg in Oldenburg schaffen wollte. Auch der Triebfahrzeugführer bemerkte den Irrtum erst hinter Hamburg. Nach Lokumlauf in Bad Oldesloe und Empfang eines neuen Fahrplans ging es ins richtige Oldenburg. Völlig ausgeschlossen ist es dennoch nicht, im holsteinischen Oldenburg einen Güterzug anzutreffen. Ich hatte dieses Glück, als ich vor Ort recherchierte. Machen wir weiter mit Dorfbahnhöfen. Göhl besticht mit besonders alten Lichtsignalen, unter anderem erkennbar an dem linksbündig ausgerichteten Ersatzsignal. Göhl und die vergleichbaren Ministationen büßten ihre Personenverkehrshalte schon kurz nach Fertigstellung der Vogelfluglinie ein. Das Kursbuch 1970 listete lediglich 2 Zugpaare mit Halten auf allen Unterwegsstationen zwischen Neustadt und Puttgarden. 5 Jahre später fanden sich zwar noch alle Bahnhöfe mit Ausnahme von Hasselburg im Fahrplan, wurden jedoch nur noch vom Bus angesteuert. Erst 1984 verabschiedeten sich Göhl und Co. aus der Kursbuchtabelle. Eine Besonderheit bietet Heringsdorf. Wie so viele andere Bahnhöfe dieser Strecke wurde er ab 1997 allenfalls sporadisch benötigt. Aber im Gegensatz zu seinen Kollegen ist er mittlerweile aus sämtlichen betrieblichen Unterlagen getilgt. 2010 wurde der Bahnhof Heringsdorf Teil der freien Strecke Göhl-Neukirchen. Warum eben dieses Neukirchen nicht auch gleich von der Bildfläche verschwand, man weiß es nicht. Das Kreuzungsgleis ist nur noch einseitig angebunden und die dichte Zugfolge kann kaum der Grund dafür sein, dass hier unbedingt eine Blockteilung benötigt wird. Wie es sich für eine in den 50er und 60er Jahren modernisierte Hauptbahn gehört, waren die meisten Bahnübergänge mit Blinklichtanlagen ausgestattet. die von den Fahrdienstleitern überwacht wurden. 1996 betreute das Streckenstellwerk 32 solcher BÜs. Fast alle von ihnen bekamen inzwischen Lichtzeichen mit Halbschranken spendiert und wurden auf Lokführerüberwachung umgestellt. Einige behielten jedoch ihre Blinkertechnik, wobei die Straßensignale vollständig erneuert wurden. Wer niemals davon gehört hat, dass sich südöstlich von Lütjenbrode einst ein Gleisdreieck erstreckte, wird über keine Spuren desselben stolpern. Dem früheren Verlauf der beiden stillgelegten Schenkel kann man auf Fahrradwegen folgen. Auch der ehemalige Bahnhof Lütjenbrode ist allenfalls für Eingeweihte erkennbar. Das verbliebene, im Bogen durch die Felder führende Gleis ist die 1952 errichtete Verbindungskurve, die das Kopfmachen in Lütjenbrode entbehrlich machte. Großenbrode begeistert mit feiner Blecharchitektur. Bei Wiederaufnahme des Reisezugverkehrs 2003 wurde ein Teil des Hausbahnsteigs modernisiert. Am ehemaligen Bahnhof Großenbrode Kai, der dieser Gegend vor über 70 Jahren internationales Flair einhauchte, und am Anlegeplatz der früheren Sundfähre sind nur noch Freizeitkapitäne und sonstige Wasserratten anzutreffen. Auf schnurgerader Strecke rauschen wir hinauf zur Fehmarnsundbrücke, die gemeinsam mit der Bundesstraße 207 passiert wird. Ihre Gesamtlänge beträgt 963, die Breite 21 und die Spannweite des markanten Bogens 248 Meter. Die lichte Höhe der Hauptöffnung liegt bei 22, die Scheitelhöhe des Kleiderbügels bei 69 Metern über dem Ostseewasser. Die winzigen 648er verlieren sich zwischen LKW und Flixbussen. Wieder mit festem Boden unter den Füßen bzw. Rädern geht es flott dem Ziel unserer Reise entgegen, wobei wir den Kreuzungsbahnhof Strukkamp durchfahren. In seiner Nähe liegt dieser Tunnel, der beim ersten Versuch des Vogelfluglinienbaus in den 40er Jahren errichtet und beim zweiten Versuch wiederverwendet wurde. Etwas Anheimelndes hat das Gleisdreieck von Burg West. Viele Jahre war lediglich das durchgehende Hauptgleis des nordwestlichen Schenkels in Betrieb. Das Kreuzungsgleis, die beiden Kurven zum Bahnhof Burg und der inzwischen abgeknipste Schnippel der Inselbahn nach Ort oxidierten vor sich hin. Mit Reaktivierung des Personenverkehrs nach Burg 2010 wurde wieder das gesamte Dreieck genutzt. Seit Dezember 2009 gibt es planmäßig keine Züge mehr, die an Burg vorbeifahren. Entsprechend rostig ist der direkte Strang Strukkamp-Puttgarden. Übrigens, der neue Haltepunkt Burg sowie rund 500 Meter Gleis zählen zur Infrastruktur der Altona-Kaltenkirchen-Neumünster Eisenbahn und sind gut 90 Kilometer vom nächstgelegenen Punkt des AKN-Netzes entfernt. Und das war es dann auch, so gut wie. Am Ende der Fahrt erwartet uns mit dem Bahnhof Puttgarden ein Kulturschock, was vor allem für jene Besucher gilt, die ihn vor 1997 kennengelernt und seitdem nicht mehr gesehen haben. Wer einmal als einziger Reisender die verendete Regionalbahn verlassen hat und durch das verwaiste Empfangsgebäude zum Ausgang marschiert ist, kann sich die frühere Betriebsamkeit schwer vorstellen. Angesichts des riesigen Gleisfriedhofs spüren jedoch sogar Ortsunkundige, dass es hier einmal anders zugegangen sein muss. Die verfallenen Anlagen, gewürzt mit hochschießender Vegetation, haben aus dem einstigen Fährbahnhof einen mustergültigen Lost Place gemacht. Bis Ende August 2022 wird sich alle 2 Stunden eine Regionalbahn hierher verirren. Wer möchte, kann sich per Landgang auf eine der im Halbstundentakt verkehrenden Scandlines-Fähren begeben und in 45 Minuten nach Dänemark übersetzen. So, eigentlich bin ich längst über die Zeit, aber ich habe euch ja versprochen, noch ein paar Worte zur Zukunft der Vogelfluglinie zu verlieren. Bekanntlich entsteht zwischen Puttgarden und Rødby ein 18 Kilometer langer Absenktunnel für Straße und Schiene. Viele Jahre war fraglich, wie die Anbindung auf deutscher Seite gestaltet werden sollte. Mittlerweile hat sich eine Lösung herauskristallisiert, was höchste Eisenbahn wurde, da der Belttunnel 2029 in Betrieb gehen soll. Die Kombination von Aus- und Neubaustrecke beginnt im Bereich der Abzweigstelle Waldhalle und wird durchgehend zweigleisig ausgeführt, elektrifiziert und für überwiegend 200 km/h hergerichtet. In weiten Abschnitten, so fast auf ganzer Länge zwischen Ratekau und Oldenburg, rückt die Trasse direkt an die Autobahn 1. Infolgedessen entstehen diverse Stationen fernab der Siedlungsschwerpunkte, was für Verstimmung in den Anliegerkommunen sorgt. Ein hausgemachtes Problem, nachdem die betroffenen Gemeinden den Güterverkehr aus den Orten heraushalten wollten. Wobei angemerkt sei, dass die Bäderbahn zumeist ohnehin am Ostsee abgewandten Rand der Wohnbebauung verläuft. Die bestehenden Bahnhöfe Sierksdorf und Neustadt bleiben erhalten und werden in Haffkrug mit der Neubaustrecke verknüpft. Die Zukunft der Bäderbahn südlich von Haffkrug ist derweil offen, weil nicht klar ist, ob sich Schleswig-Holstein bereit erklärt, einen Parallelverkehr auf beiden Strecken zu finanzieren. So oder so, das Erscheinungsbild aller in diesem Film gezeigten Örtlichkeiten wird sich massiv verändern. Und häufig bleibt bloß ein dauerhaft leeres Schotterbett zurück. Auch am Fehmarnsund herrschte lange Ungewissheit über die Gestaltung der Verbindung zwischen Festland und Insel. Erst im März 2020 teilte die Deutsche Bahn mit, dass die Variante Absenktunnel das Rennen gemacht hat. Unsicher ist allerdings, ob er rechtzeitig zur Inbetriebnahme seines großen Bruders unter dem Belt fertiggestellt sein wird. Sollte das nicht klappen, greift Plan B, der eine provisorische Elektrifizierung des Gleises auf der Fehmarnsundbrücke vorsieht. Diese soll nach Abschluss des Projekts weiterhin Fußgängern, Radfahrern, Traktoren und vergleichbar gemütlichem Verkehr zur Verfügung stehen. Der Kleiderbügel ist also gerettet. Ja, Leute, damit seid ihr in Sachen Vogelfluglinie aufgegleist und habt, sofern ihr rechtzeitig auf diesen Film aufmerksam geworden seid, noch die Chance, euch dort umzuschauen. Ich wünsche viel Spaß und eine gute Reise.